Rezept, das heißt Kochkäse. Zweimal Harzer Stinker, Butter. Zweimal einfacher Joghurt. Und Kümmel. Und etwas Milch. So. Dann etwas Milch. Etwas so. Je mehr Milch drin ist, umso dünner wird das dann. Das ist dann auch nicht so gut. So, Käse. Jetzt leider noch nicht ganz durch, aber das wird schon irgendwie gehen. So. Jetzt ist der Käse klein geschnitten. Jetzt kommt ein Teelöffel Kümmel. Welche Salatdöschen, da gibt es dann Deckel dazu. Stinkepapier weg. Und mit einem Holzlöffel das so lange verrühren, bis das gleichmäßig schmilzt. Aber nicht so warm werden, dass die Milch kocht, sonst wird das nichts. Mühsam, bis das alles klein und verschmolzen ist, klumpenfrei.
Jetzt wird es doch langsam. So, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Kümmel dazu. Die Klumpen weg sind, umso besser ist der Käse dann klumpenfrei. Aus. Da war jetzt nur auf Stufe 1. So, ein paar kleine Klümpchen sind jetzt noch. Das ist Rohquark, ne Joghurt. Joghurt mild. Billigste geschmacklose Zeug. So. Immer noch die Variante, ein Ei dazu zu machen. Das ist mir aber einfach zu aufwendig. Jetzt wird das wieder warm gemacht und verrührt. Und ich mache noch einen kleinen Schluck Milch dazu. So. Wäre vielleicht am Anfang auch besser gewesen, aber bevor das dann zu dünn ist. So, jetzt muss das wieder auch schön warm werden. Immer rühren. Da kommt auch nichts mehr dazu, Salz oder sonst irgendwas. Kurkuma eventuell, da wird es ein bisschen gelb. Aber vom Geschmack her finde ich das am besten. So, und das jetzt verrührt ist, kann man schon mal kosten. Ja, schmeckt. Dann mache ich aber noch mal einen halben Teelöffel dazu. Also das heißt am Anfang gleich pro Käse einen vollen Teelöffel. So, wird auch langsam warm. Platte Krieg. Sehr gut. Das warm wird, wird das schön dünn. Das dann abgekühlt ist, ist es wieder dick. Ich mache mal jetzt das hier mit dazu. Das ist nämlich der Plankekäse. Dann setzt das sich ab.
das auch ein bisschen, das gerade die hohe Temperatur. Jetzt muss ich mal die Kamera mitnehmen, ne, beziehungsweise es geht auch so. Das kommt jetzt hier rein. Zwei Käse und ungefähr beide gleich voll oder recht voll. So, das war's. Das wird jetzt kalt gestellt. Aber nicht gleich im Kühlschrank, sonst verdampft der. Nee, das kommt jetzt ins Freie. Ist ja draußen kühl. Wenn das dann runtergekühlt ist, dann ist es dick und dann kommt es im Kühlschrank. Und das war's auch schon.